aber geradezu absurd und politisch an Zynismus kaum noch zu überbieten ist, dass die Bundeswehr in ein Kriegsabenteuer gegen den IS geschickt wird und gleichzeitig hier in Deutschland die Fahne derjenigen verboten werden, die sich dem IS seit Jahren mutig entgegenstellen. Es ist diese Fahne der kurdischen Volksverteidigungseinheiten, der JPG. Frau Kollegin Daktarin, Sie haben irgendeine Fahne hochgehoben oder ein Bild davon. Wir prüfen gerade, was das war. Ich komme möglicherweise darauf zurück. Das Zweite ist, bei aller Erregung, die nachvollziehbar ist bei den Angriffen, die Sie empfinden von der AfD-Fraktion, Frau von Storch, ist der Zuruf, Sie haben eine Macke unparlamentarisch. Im Übrigen erteile ich dem Abgeordneten, dessen Namen mir leider entfallen ist, aus der AfD-Fraktion, da wir identifizieren Sie einen Ordnungsruf für Ihre Aussage, das Mahnmal zum Gedenken der jüdischen Opfer sei ein Mahnmal der Schande. Richtig, erteile ich Ihnen einen Ordnungsruf. Sollte der Zwischenruf, der eben undeutlich an mein Ohr drang, gut, dann ist er hier gefallen. Und ich stelle fest, dass der AfD-Abgeordnete Seitz den Abgeordneten Schmidt als Kriegstreiber hier betitelt hat. Es ist zumindest ein unparlamentarischer Ausdruck. Einer weiteren Bewertung werden wir uns dann sicherlich, sollte der Abgeordnete Schmidt sich an seinen parlamentarischen Geschäftsführer und den Ältestenrat wenden, dann an anderer Stelle hier verhandeln. Doch, ich kann Ihnen sagen, Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse werden unseren Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und vor allem den Sozialstaat nicht sichern. Frau Kollegin Weigel, Sie haben in Ihrer Rede die Formulierung unter anderem Kopftuchmädchen und sonstige Taugenichtse gebraucht. Damit diskriminieren Sie alle Frauen, die ein Kopftuch tragen. Dafür rufe ich Sie zur Ordnung. Bevor wir jetzt zu den Wahlen kommen, möchte ich einen Auftrag des Kollegen Kubicki erfüllen, der mich gebeten hat, in seinem Namen einen Ordnungsruf zu erteilen. In der Debatte zum vorhergehenden Tagesordnungspunkt hat während der Rede des Kollegen Mayer der Kollege Harald Weinberg von der Fraktion Die Linke den Zwischenruf Lügner gemacht. Dafür erteile ich Ihnen auch im Namen meines Kollegen einen Ordnungsruf, weil das eine persönliche Beleidigung ist, eine unparlamentarische Äußerung. Die vorgesehene Redezeit widmen wir dem Gedenken an die in Wiesbaden tot aufgefundene Susanna. Sie wurde 14 Jahre alt. Aus der Erde kommst du und zur Erde wirst du werden. Darf ich Sie hinweisen, dass wir gerade zur Geschäftsordnung reden? Und ich würde auch bitten, dass Sie sich an die vorgegebene Tagesordnung und an die Geschäftsordnungsdebatte halten. Etwas zu sagen. Ansonsten würde ich die nächste Rednerin oder den nächsten Redner aufrufen. Da Sie mir nicht antworten, ist damit Ihre Rede oder Ihr Beitrag beendet. Und ich gebe das Wort jetzt Carsten Schneider für die SPD. Und ich fordere Sie auf, das Redepult zu verlassen. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, am vergangenen Freitag hat ein Mitglied dieses Hauses, nachdem ihm von der amtierenden Präsidentin das Wort erteilt worden war, versucht, aus Anlass des fürchterlichen Mordes an einem 14-jährigen Mädchen
durch demonstratives Schweigen eine Art Schweigeminute herbeizuführen. Nach unserer Geschäftsordnung wird Abgeordneten das Wort erteilt, damit sie zur Sache sprechen können. Die Worterteilung bedeutet nicht, dass der Abgeordnete, dem das Wort erteilt wurde, über seine Redezeit frei verfügen darf. Er ist auf Wortbeiträge beschränkt. Unmittelbar nach dem Vorfall im Plenarsaal wurde auf den Seiten der AfD-Fraktion in einem sozialen Netzwerk, in deren Impressum die Kollegin Dr. Weidel und der Kollege Dr. Gauland aufgeführt werden, ein Video des Vorgangs veröffentlicht und mit folgenden Worten kommentiert. Ich zitiere: Ansehen und Teilen, entlarvende Reaktionen seitens Claudia Roth und der anderen Fraktionen. Soeben nutzte die AfD-Fraktion die Gelegenheit, der in Wiesbaden von einem abgelehnten Asylbewerber getöteten Susanna 14 im Bundestag zu gedenken. Lediglich die AfD-Fraktion beteiligte sich hieran. Sitzungspräsident Claudia Roth ignorierte die Schweigeminute und verwies Thomas Seitz, AfD, vom Rednerpult. Soweit das Zitat. In der Folge wurde Frau Vizepräsidentin Roth in dem sozialen Netzwerk in zahllosen Kommentaren, in E-Mails und telefonischen Anrufen verleumdet, beleidigt und bedroht, zum Teil auf eine Weise, die mich veranlasst hat, polizeiliche Schutzmaßnahmen für sie prüfen zu lassen. Die Inszenierung vom vergangenen Freitag hatte nicht nur die beschriebenen Persönlichkeitsverletzungen zur Folge. Sie betrifft auch das Verfassungsorgan Deutscher Bundestag. Mit dessen Würde ist es nicht vereinbar, wenn auch nur der Anschein der Instrumentalisierung der Opfer von Verbrechen entsteht. Zweitens ist mir zugetragen worden, dass der Kollege Baumann den Redner mit dem Begriff Verleumder belegte. Das haben wir nicht gehört. Sie stehen dazu. Dann erteile ich Ihnen einen Ordnungsruf. Wir haben als SPD und CDU, CSU uns hier hingesetzt und haben für die Dienste mehr Personal und mehr Geld beschlossen, weil wir finden, dass Typen wie Sie überwacht gehören. Vielen Dank. Herr Kollege Kaas, für die Bemerkung, dass Typen wie Sie überwacht werden, erteile ich Ihnen ebenfalls einen Ordnungsruf. Das ist nicht der Fall. Wer ist gegen die Ausschussüberweisung? Das können Sie gerne machen. Die AfD-Fraktion zweifelt die Beschlussfähigkeit an in dieser Frage. Ich lese dazu zunächst. Bitte, haben wir jetzt gehört, ja? Alle Zwischenrufe werden im Protokoll vermerkt, Herr Baumann. Und wenn da etwas gewesen sein sollte, das werde ich ja feststellen, was die Würde des Hauses berührt, werde ich eine entsprechende Ordnungsmaßnahme ergreifen. Die behalte ich mir ausdrücklich vor. Bevor ich den ersten Tagesordnungspunkt aufrufe, teile ich Ihnen mit, dass ich der am gestrigen Abend während der Beratung des Tagesordnungspunktes 17 amtierende Vizepräsident Wolfgang Kubicki für einen Zwischenruf, den ich nicht wiederholen möchte, der aber offensichtlich die Würde des Hauses verletzt, die Verhängung einer Ordnungsmaßnahme vorbehalten hat. Mittlerweile konnte festgestellt werden, dass der Zwischenruf der Abgeordneten Dr. Kerstin Tackmann zuzuordnen ist, der ich im Auftrag des Vizepräsidenten Kubicki hierfür einen Ordnungsruf erteile. Der Rechtsstaat, meine Damen und Herren, erodiert. Und das auf nahezu sämtlichen Ebenen. Fangen wir ganz oben an beim Staatsoberhaupt, dem Bundespräsidenten, der auf der Tribüne ist. Guten Tag, Herr Steinmeier. Sie machten offen Werbung für linksextremistische Veranstaltungen, wie der Verfassungsschutz von Sachsen vor kurzem herausgefunden hat, für Veranstaltungen, auf denen sogenannte Musikgruppen ihre primitiven Gewaltfantasien ausgelebt hatten. Ich meine die peinliche Veranstaltung in Chemnitz. Und Sie haben Gratulationsschreiben an menschenverachtende, mörderische Regime gesandt. Ich meine den Iran. Meine Damen und Herren, die Bundeskanzlerin, die Bundesregierung, sämtliche Altparteien. Herr Kollege Brandner. Herr Präsident. Der Bundespräsident ist unser aller Staatsoberhaupt. Das habe ich gesagt. Wenn er uns die Ehre antut, an unserer Debatte teilzunehmen, ist es nicht für Sie die Gelegenheit, ihn zu kritisieren. Bitte unterlassen Sie das. Das Energieeinspargesetz ist eine Zwangsabgabe, die die Stromverbraucher bezahlen müssen. Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Es ist meine letzte höfliche Mahnung an diejenigen, die ihre Erregung jetzt freien Lauf lassen. Ich bitte darum, dem Redner zuzuhören und die nächsten so emotional durchgehenden Zwischenrufe oder Anmutungen werden von mir mit einem Ordnungsruf Ich darf Sie jetzt darauf hinweisen, Frau Kollegin, dass Sie gerade einen Ordnungsruf erhalten haben von mir jetzt. Sie wollen die Erbschaftssteuer abschaffen. Sie wollen keine Vermögensteuer einführen. Sie wollen die hohen... Er will mich abschaffen, hat er gerade gesagt. Genau, das ist nämlich das, was wir hier nicht im Parlament brauchen. Diesen Hass. Er will mich abschaffen. Das will Herr Hilse. So sieht es nämlich aus. So, wir konnten hier oben nicht genau erkennen oder nicht genau hören, was gesagt worden ist oder was nicht gesagt worden ist. Wir werden es klären mit dem Protokoll und dann gegebenenfalls morgen früh noch mal aufrufen. Mit diesem Gesetz soll noch einmal Arbeitsfähigkeit vorgetäuscht werden. Aber was für Verrenkungen, was für Regelungsakrobatik. Statt einfach zu sagen, Grenze wird ab jetzt gesichert. 16er Grundgesetz gilt wieder. Syrienkrieg ist aus. Bei Kriminalität Ausweisung, für schutzbedürftige Sachleistungen, Integration in Richtung Heimatland. Doch nichts von alledem, eine grundsätzliche Wende hin zum Effektiven, ist nicht erwünscht. Der Abgeordnete Michel Brandt hat während der Rede des Kollegen Dr. Curio hier laut gerufen, Nazis aus dem Bundestag. Dafür rufe ich Sie zur Ordnung. Machen Sie keine weiteren Bemerkungen, studieren Sie erst die Geschäftsordnung, um über die weiteren Folgen sich zu vergewissern.